jetzt darf ich sehr herzlich Sieglinde Rosenberger begrüßen, Politikwissenschaftlerin, vielen wahrscheinlich bekannt. Vielen Dank, Sieglinde, dass du zugesagt hast, da zu kommen, und wir bitten dich um deinen Vortrag. Und Applaus. Ja. Schönen guten Morgen, schönen Vormittag. Vielen Dank für die Einladung, hier zu diesem Thema jetzt übernehmen wir zu eröffnen. Vorweg, ich werde eher einen realpolitischen Vortrag machen, aber keine Angst, Sie bekommen dann einen visionären Vortrag, nämlich von Uta Isop. Also wir haben ein bisschen eine Arbeitsteilung vorgenommen, auch wenn wir uns nicht wirklich abgesprochen haben, aber es hat sich so ergeben. Politik erneuern, das Thema. Denn wenn ich oder wie ich mich darüber nachgedacht habe, vorbereitet habe, da stellen wir fest, dass wir eigentlich derzeit in einer Situation sind, auch angesichts der vielen Wahlgänge weltweit, so ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung wählt heuer, dass es eigentlich ganz stark darum geht, so das Narrativ, die Geschichte zu erzählen, Demokratie verteidigen. Eigentlich darauf zu schauen, was wir haben, und nicht so sehr darauf zu schauen, wie könnte es denn mehr werden, wie könnte es anders, wie könnte es besser werden. Also wir sind ein bisschen in einem Verteidigungsmodus angelangt, und diesen Verteidigungsmodus habe ich auch aufgegriffen. Also ich starte von dort weg. Eine zweite Vorbemerkung: Mein Anliegen ist sehr stark ein kurzfristiges, ein Jetzt-Handeln und nicht so sehr, was ist nach dem Oktober oder was ist in 5 oder 10 Jahren, total wichtig. Aber nachdem wir sozusagen immer beschränkte Ressourcen haben, auch zeitliche Ressourcen, mein Punkt ist sehr stark darauf fokussiert, jetzt. Sozusagen das Kurzfristige und jetzt. Und dann die dritte Vorbemerkung noch. Ich war gestern, hatte die Möglichkeit, bei der Vorkonferenz, der feministischen Vorkonferenz gewesen sein zu können. Und da war sozusagen ein Punkt, wo eine Kollegin davon gesprochen hat, es geht darum, auch die Machtverhältnisse dafür zu schaffen, um dann in der Folge bestimmte Maßnahmen, bestimmte Vorstellungen von Welt und Zusammenleben und Gesellschaft realisieren zu können. Das heißt, als Politikwissenschaftlerin tue ich mich sehr stark mit dieser sogenannten Politics-Dimension beschäftigen. Nicht nur mit Maßnahmen und Programmen, was total wichtig ist, aber auch sozusagen, wie kriegen wir Maßnahmen und Programme in die Gänge, und deswegen so die machtpolitische, die elektorale, die machtpolitische Auseinandersetzung, dass wir versuchen, die zu verstehen, um dann in der Folge die wichtigen Forderungen und Maßnahmen zu realisieren. Soweit meine Vorbemerkungen. Politik erneuern, das ist sozusagen die Devise, wenn auch unter dem Rahmen ein Stück weit zu verteidigen, was wir an liberaler, sozialer Demokratie in bestimmten Ländern, so auch in Österreich, würde ich mir schon wagen zu sagen, erreicht haben. Ich habe begonnen, den Einladungstext zu dieser Armutskonferenz heranzuziehen, und die erste Seite macht sozusagen einen Befund. Ja? Und der Befund ist so, wir kennen ihn, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, sie wird größer, das Wohnen wird für viele nicht mehr leistbar sein, die Mindestsicherung ist durchlöchert, die Klimakrise schreitet voran, und dann kommt der Satz, der mich getriggert hat: der Vertrauensverlust gefährdet die Demokratie. Und genau an diesem Satz, Vertrauensverlust in der Gesellschaft gefährdet die Demokratie, die Frage ist, Vertrauensverlust in wen? Ja, in was? Und wenn wir von Vertrauen sprechen in der Politik, dann geht sozusagen, ich habe Vertrauen, dass andere in meinem Interesse, in meinem Bedürfnis, in meinem Anliegen stellvertretend richtig handeln. Und ich würde sagen, dass wir derzeit in einer Situation sind, wo genau dieses Vertrauen ein Stück weit fehlt. Und wir haben vorhin, der Kollege, glaube ich, von St. oder Sie waren es, irgendjemand war, der hat gesagt, okay, wir sind alle Minister und Ministerinnen. Habe ich interessant gefunden. Wir sind nicht Politiker und Politikerinnen. Wir sind nicht Zugehörige von politischen Parteien, die die Regierung bilden werden, den Nationalrat bestücken werden, sondern er hat gesagt, wir sind Minister und Ministerinnen. Das heißt ja was. Ja? Also wir haben das Vertrauen
in jene Akteure und Akteurinnen, die genau das sicherstellen sollen, was wir fordern, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Und dort müssten wir hinschauen. Und mein Punkt, warum ist das so wichtig, das Vertrauen? Und warum tut Vertrauensverlust Demokratie, was immer das ist? Warum ist sozusagen das ein Problem? Es ist ein Problem, sozusagen, weil mit dem Vertrauensverlust eigentlich all das in Frage gestellt ist oder gefährdet ist, wie der soziale Ausgleich, die soziale Verteilung, materielle Lebensgrundlagen für alle, wie am Beispiel von Wohnen, aber auch Rechte für alle. Und sozusagen, was ich auch mitgeben muss, es geht auch sozusagen im Vertrauensverlust geht es auch um die Frage, ganz zentral, sozusagen um die Legitimität von politischen Kompromissen. Wir müssen Vertrauen in Kompromisse haben. Und Vertrauen in Kompromisse heißt, Abstriche machen und trotzdem denen zu vertrauen, die stellvertretend, und das kann auch die Zivilgesellschaft sein, hier die Armutskonferenz, die ja auch ein Stück weit stellvertretend agiert. Wir müssen denen sozusagen, wir brauchen Vertrauen für jene, die Kompromisse aushandeln müssen. Und ich glaube, dort ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. So viel zu den Vorbemerkungen. Ich würde jetzt gern mich mit der Frage beschäftigen, worin sehen wir diese Entwicklungen, Vertrauensverlust und die Gefährdung der Demokratie. Und das zweite, das große Anliegen, das aktuelle Anliegen sozusagen, wie und wo ansetzen. Und zwar sowohl gegen Armut als auch für Demokratie. Also mein Appell ist sehr stark, dieses gegen Armut zusammenzudenken mit Aktivitäten, Engagement für Demokratie. Also diese beiden sozusagen sind eins zu denken. Das ist eine These. Vielleicht sagen Sie, okay, die AKP hat die Armut in Istanbul und sonst irgendwo in der Türkei sehr stark bekämpft, wo sie an der Macht gekommen ist. Und trotzdem sozusagen hat sie sich um die Demokratie nicht geschert. Das stimmt schon. Aber wir brauchen hier noch ein paar andere Argumentationslinien, die hier einzubauen sind. Genau. So, 5 Punkte mache. Zum einen Zukunft, aber auch Beständigkeit. Zum zweiten Kompromiss, Polarisierung. Zum dritten die politische Mitte. Auch die politische Mitte bröselt und das ist ein Problem. Das sogenannte untere Drittel, das draußen ist. Und abschließend würde ich mich sozusagen mit ein paar Meta-Ansätzen zur Erneuerung oder zu dem, von dem ich glaube, dass es notwendig ist, das zu bedenken ist. Notwendig bei der Formulierung eines Regierungsprogrammes, Maßnahmen eines Regierungsprogrammes. Das sind die 5 Schritte, die ich jetzt mit Ihnen gehen möchte. Erster Punkt, Politik und Zukunft. Wiederum der Verweis auf den Einladungstext. Die Armutskonferenz hat Zukunft, sieht Zukunft, arbeitet an der Zukunft. Es geht um eine Vorstellung einer Zukunft, für die es sich lohnt, jetzt in der Gegenwart etwas zu ändern, hat die Armutskonferenz geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt Armut und Demokratie zusammendenke, dann heißt sozusagen, sind Zukunftsvorstellungen der Ausgangspunkt, die Grundbedingung, die Grundannahme, um überhaupt für die Zukunft etwas zu entwickeln, zu formulieren. Die Krux dabei gibt 2. Die eine Krux ist, dass die Zukunft und die Zukünfte mindestens über Legislaturperioden hinaus gedacht werden müssen. Es geht nicht darum, gerade was Armut betrifft, was Klima betrifft etc., nur sozusagen eine Zukunft der 5 Jahre zu denken, sondern wie gelingt es, Maßnahmen und Programme zu entwickeln, die Akzeptanz finden in der Bevölkerung über eine Legislaturperiode hinaus. Das ist keine einfache Geschichte. Ja? Das heißt, wir müssen die Zeitdimension hineinbauen. Und die zweite Krux ist mindestens so groß, und sie ist sozusagen bei der politischen Arbeit so zu berücksichtigen, weil wir eigentlich unbewusst vielleicht jeden Tag damit konfrontiert sind. Wir leben in einem Spannungsfeld von Veränderung, von Wandel, von Wunsch nach Veränderung, von Rhetorik und Willen, aber gleichzeitig haben wir den Wunsch nach Beständigkeit. Das sind sozusagen 2 Entwicklungen, die in Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften aufeinandertreffen. Und warum? Ich würde sagen, dass wir jetzt in einer Situation sind, dass diese beiden
Die Sehnsucht nach der Beständigkeit, die Forderung nach der Beständigkeit und nach Wandel, warum das derzeit so akut ist, hat schon auch mit dem massiven Umfeld zu tun, das von Unsicherheit, Krisen und Kriegen geprägt ist. Also wir haben sehr viel Veränderung. Ja? Es ist ja nichts mehr so, wie gestern war oder am Abend nicht mehr so, wie es in der Früh war. Sondern wir sind ja sozusagen, wir leben in einer Situation, wo wir ständig Veränderung, nämlich Veränderung, die ohne, in der Regel, ohne mein Zutun, ohne ihr Zutun passieren, diese Veränderung findet statt. Und aus dem heraus sozusagen ist ein bisschen zu verstehen, warum Veränderung nicht per se positiv konnotiert, assoziiert ist, sondern dass eigentlich sozusagen eine politische Antwort in Europa sehr stark eine ist, eine rückwärtsgewandte, nämlich die das Bedürfnis nach Beständigkeit, nach Beständigkeit, nach Persistenz befriedigt. Stichwort Nationalismus sozusagen als eine Veränderungsantwort. Wir können sagen auf Europäisierung oder Veränderungsantwort auf Globalisierung. Aber der Nationalismus hat sozusagen als Antwort auf globalen Herausforderungen. Und wenn wir uns vorstellen, wenn wir kurz noch einmal zurückgehen, ich habe zuerst davon gesprochen, dass zukünftige über Legislaturperioden zu formulieren sind. Aber eigentlich, wo wir stehen, ist sozusagen die Rückwärtsgewandtheit. Wir wollen die Beständigkeit und nicht in 1, 2, 3, 4 Legislaturperioden zu denken. Genau das Gegenteil, das Gegenteil ist auch am Werk, ist auch eine Dynamik. Diese Sehnsucht nach Beständigkeit heißt, hat etwas, dass Gesellschaften Zukunft haben wollen, dass es Gegenwart gibt, aber auch, dass es Vergangenheit gibt. Und dieses Ausbalancieren von Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart, und zwar über Raum und Zeit, über Grenzen hinweg. Also es geht nicht darum, dass es uns in Österreich gut geht und dass unsere Grenzen gut geschützt sind, sondern dass es sozusagen eine massive Verkürzung, wenn es darum geht, eine Zukunft zu denken, die sozusagen in die Zukunft gerichtet ist. Das ist so dieser Widerspruch und ich habe es jetzt, dieser kritische Punkt, wenn wir, also ich habe ganz viel Verständnis für die Aktivitäten der letzten Generation, ja, es ist notwendig, aber gleichzeitig ist es dieses Katastrophenszenario, das ist ein Endzeitszenario, das keine Zukunft mehr hat. Und das wollen viele Leute nicht. Ja. Da, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, wie man mit diesem Punkt umgeht. Und das Zweite, ich tue mir persönlich sehr schwer zu verstehen, die Debatte um die Leitkultur zu verstehen. Ja. Tut mir sehr, also es ist schwierig, warum wir sozusagen immer wieder, seit vielen Jahren immer wieder diese Leitkulturdebatte haben und sie sowieso Rohrkrepierer, ist die andere Geschichte. Aber ich glaube, wir können die Leitkulturdebatte schon auch verstehen, so aus dem heraus, dass die Menschen sozusagen auch Beständigkeit haben wollen. Sie wollen, dass nicht alles schlecht ist, was gestern war. Und diese Gruppe gibt es in der politischen Mitte, die ist stark. Das ist sozusagen die Hälfte der sogenannten politischen Mitte, ist eine Gruppe, die sagt, na, gestern war nicht alles schlecht. Und wenn wir dran denken oder wenn ich in meiner Generation dran denke, dann ist gestern auch nicht alles schlecht gewesen. So, ich glaube, da geht es jetzt gar nicht so sehr primär um die Leitkultur, aber es geht darum, wie gehe ich sozusagen mit Gegenwart und Vergangenheit um. Und das ist sozusagen, ähnlich ist es beim Bargeld. Ja? Also die Veränderung macht Angst und deswegen kommt ziemlich was Komisches daher, was auf Persistenz plädiert. Und ich glaube, so müssen wir ein bisschen so in dieser Dynamik sollten wir versuchen, diese Entwicklungen ein bisschen zu verstehen. Also so viel zur Zukunft, ja, und zur Problematik der Zukunft und der Beständigkeit der Gegenwart. Es geht um Politik erneuern, es geht um ein alternatives Regierungsprogramm, das zu schreiben ist, wo viele am Schreiben dran sind. Und ich glaube, da lohnt es sich kurz noch einmal zu schauen, einen Blick zurück. Und in Bezug auf Österreich. Und was wir sozusagen, wir reden sehr viel über Polarisierung. Es gibt ja kaum eine Mediendiskussion oder eine politische Talkshow, wo Polarisierung nicht vorkommt. Da ist viel dran. Wir in Österreich, wir haben nach 1945 sozusagen diese Ambivalenz, die Beidseitigkeit gehabt. Zum einen eine ganz, ganz große Polarisierung, und zwar in der Gesellschaft.
Die Gesellschaft war so polarisiert, dass nach 1945 gegolten hat, bis in die 70er Jahre hinein, was wir in den 20er und 30er Jahren gelernt haben, nämlich Stichwort von der Wiege bis zur Bahre. Von der Wiege bis zur Bahre sind die Menschen in ihren politischen Milieus versorgt worden. Ja? Und es hat kaum Überschreitungen der beiden Lager, des konservativ-katholischen und sozialdemokratischen linken Lagers, hat kaum Überschneidungen, kaum Überlappungen. Und das ist eigentlich das, was Polarisierung ausmacht. Und die war extrem hoch in Österreich. So, manche kennen es noch, manche kennen es von Erzählungen. Also heiraten über die Lager hinweg, das war eigentlich ein ziemliches Unding. Das war so ein kultureller Bruch. So, gleichzeitig, und das ist der wesentliche Punkt, gleichzeitig hat es eine hohe politische Kompromisskultur gegeben. Auf der Ebene der Politik war Kompromiss angesagt. Und wir haben eine Reihe von institutionellen Faktoren, Mechanismen zur Kompromissfindung gehabt. Können wir heute kritisieren. Sozialpartnerschaft. Sozialpartnerschaft, dort müssen sozusagen, muss ein Kompromiss gefunden werden. Dass wir die Schulgesetzgebung, die Bildungsgesetzgebung im Verfassungsrang haben. Das heißt, es musste ein Kompromiss gefunden werden zwischen den beiden Lagern. Wir hatten fallweise oder über weite Phasen sozusagen auch große Koalitionen, Kompromisse. Und die große Koalition hat, gerade was die Sozialpartnerschaft betroffen, auch dann funktioniert, wenn wir alleine Regierung gehabt haben. Muss man sich vorstellen. Ja? So, bis in die 90er Jahre, 90% aller Mandatare im Parlament haben zur politischen Mitte gehört, die zwar polarisiert war in der Gesellschaft, aber die auf den Kompromiss hin ausgerichtet war. So, das ist Geschichte. Jetzt in der aktuellen Situation haben wir eine andere Situation. Die aktuelle Situation, gesellschaftlich würde ich sagen, ist vieles fragmentiert. Es gibt die Klassen so nicht mehr. Weder die Klassen an und noch für sich. Wir haben eine hohe Fragmentierung, eine hohe Prekarisierung. Wir haben von Arm und Reich steigt. Der Gesellschaft ist sozusagen viel, viel auseinanderdriften. Aber noch mehr auseinander. Also es gibt sozusagen den politischen Raum nicht mehr, wo das wieder zusammengehalten werden würde. Die Politik driftet auseinander. Wir haben sozusagen eine hohe Zersplitterung. Ihr habt wahrscheinlich Innsbruck gerade verfolgt. 13 Parteien, 13 KandidatInnen für Bürgermeister. Und so muss man sich vorstellen. Ja? Also hohe Zersplitterung. Und bei dieser hohen Zersplitterung geht es nicht darum, einen Kompromiss zu suchen. Es geht darum, so würde ich sagen, dass die politischen Parteien in dieser Situation sehr stark zu Polarisierungsunternehmern und Unternehmerinnen geworden sind. Sozusagen, man gewinnt über Polarisierung und am besten über emotionale Polarisierung, aber nicht über Kompromisssuche. Und das hat sich geändert und mit dem müssen wir lernen umzugehen, vor allem sozusagen, weil es Menschen gibt, die eigentlich sehr stark Kompromiss, die politische Mitte, brauchen würden. So, was sind jetzt diese Themen? Es sind die polarisieren. Was sagt sozusagen die Wissenschaft dazu? Es ist Gender, es ist Migration, es ist Klima. Was ich vergessen habe, ist Corona, Gesundheit. Ja? Das sind, also herzuschreiben. Es sind diese vier Themen, die polarisieren. Und zwar sowohl in der Gesellschaft als auch im politischen Raum bei den politischen Parteien. Und sie polarisieren so sehr, dass wir sehen, dass sich sozusagen genau diese Themen miteinander verbinden. Es wird nicht ein Thema nach dem anderen abgehandelt, sondern sie werden verknüpft und sie werden dann wieder ideologisch zurückgeführt. Das ist eigentlich eine neue Situation. Weil Sie erinnern sich vielleicht, wir haben lange Zeit davon gesprochen, dass die politischen Parteien Volksparteien sind. Unten steht das Volk, dass sie Volksparteien sind und sich nur noch an der Mitte orientieren würden und sie ideologisch nicht mehr abgrenzbar sind. Das war lange Zeit die Kritik. Nein, da sehen wir jetzt drüber hinweg. Also wir sind sozusagen jetzt wie in einer Situation, in einer starken Ideologisierung und Ideologisierung kommt man eigentlich mit Argumenten und Fakten wenig bei, weil die Emotion und sozusagen etwas anderes dahinter ist. Also so gesehen ist die Ideologisierung schon auch ein Hund, wenn man so sagen will, ja? Weil irgendwie so der Kompromiss damit schwieriger wird. Diese Themen, Gender, Migration, Klima, Corona, sind Themen der Veränderung. Weitgehend. Sie sind Themen der Veränderung, sie sind Themen des sogenannten linksliberalen Milieus, der linksliberalen Ausrichtung. Und somit funktioniert sozusagen die Polarisierung mit Mitte rechts. Und das, was, glaube ich, ganz wichtig ist, sie sind alle vier Themen
wo der Staat eine Rolle spielt. Aber nicht so. Also wir, sozusagen früher haben wir davon gesprochen, konservativ sind die, die wenig Staatseinfluss haben wollen, links progressiv sind die, die einen starken Staatseinfluss in der Gestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft haben wollen. Nein, nein, so ist nicht mehr. Bei diesen Themen sehen wir, was die Polarisierung betrifft, dass gerade auf der rechten Seite wir die Gleichzeitigkeit haben von mehr Staat und weniger Staat. Bei Corona war es zu viel, da ist die Freiheit genommen worden, ja? Haben die Leute Freiheitsverluste erlitten. Bei Migration ist es zu wenig Staat, zu wenig Regulierung, ja? Sondern da haben wir dann die irreguläre Migration, die Leute tun und lassen anscheinend, was sie wollen, was so nicht stimmt, aber da ist sozusagen, da ist das Staatsversagen das Problem und bei Gender ist, naja, eigentlich mehr Staat mittlerweile, weil das Gendern aus der Gesellschaft heraus verworfen wird, verboten werden soll. Also wir haben sozusagen diese Gleichzeitigkeit der Rolle des Staates. Und das ist etwas, was natürlich den, Politik machen, wenn ich eine, also sozusagen für Demokratie und gegen Armut, das macht es total schwierig. Weil wo setze ich an? Sozusagen auch bei welchen Gedanken setze ich an? Was hat sich sozusagen verfestigt? Ich komme dann zum dritten Punkt, zur politischen Mitte. Das ist mir fast ein Herzensanliegen, die politische Mitte. Also ich vertrete, also zum einen müssen wir uns sozusagen vergewissern, dass es die Triggerthemen sind, von denen ich vorhin gesprochen habe, die Vertrauensverluste in demokratische Prozesse gefährden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Das heißt Migration, Corona, Gender, ist etwas, was habe ich vergessen? Klima, genau. Diese vier Themen sind so Themen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen den Parteien und der Politik nicht zutrauen, dass sie in ihrem Interesse handeln. Weil die Interessenslage so unterschiedlich ist, weil so viel Emotionalisierung drinnen ist. Und das führt aber dazu, und das ist eigentlich das große Problem dabei, dass wenn ich den Akteuren nicht zutraue, dann heißt das aber auch in der Regel, dass damit demokratische Prozesse, Institutionen und sozusagen die Akteure, die Macher und Macherinnen damit gefährdet sind. Also je stärker ich beispielsweise die Gerichtsbarkeit in Frage stelle, desto stärker, also als politischer Akteur, desto mehr werden Gesellschaften der Gerichtsbarkeit nicht mehr vertrauen. Und das ist eine ganz heikle, oder auch den Medien, ja? Also das ist eine ganz heikle Entwicklung, die sozusagen in der Situation wir hier sind. Die These, die ich so zur politischen Mitte formulieren möchte, ist, und da gibt es wirklich viele Studien dazu, zur sozialen und politischen Mitte, dass es die politische und soziale Mitte ist, die die Demokratie im Sinne von Grundrechten, im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, im Sinne der Akzeptanz von demokratischen Einrichtungen, dass die Demokratie stützt, dass die politische Mitte das Rückgrat ist. Ich weiß nicht, ist nicht nur sympathisch, ja? Aber ich formuliere das jetzt so als Thema, dass es so stark sozusagen um die politische und soziale Mitte geht als Rückgrat für Demokratie, das heißt für Aushandeln, aber auch für Grundrechte, und zwar Grundrechte für allen. Wenn jetzt diese Mitte, wir schauen uns dann ganz schnell an, was ist die Mitte, was ist die soziale und was ist die politische, aber wenn diese Mitte bröselt, und sie bröselt einmal sozusagen, derzeit stellen wir ganz fest, dass es einerseits eine Mitte gibt, die sehr stark sagt, ja, gestern war alles besser als heute und ich will das Gendern nicht und ich will die Klimakrise, will ja niemand, ja, aber auch die Maßnahmen, die damit einhergehen und so weiter und die Migration eigentlich auch nicht, obwohl vielleicht und so. Das heißt, da ist sozusagen eine Gruppe, und wenn wir von politischer Mitte sprechen, dann sprechen wir ungefähr von 60% der Bevölkerung, ja? So ungefähr. Aber von denen sozusagen die Hälfte, muss man sagen, die sind massiv gefährdet von den Einstellungen her, dass sie sozusagen autokratische Politik unterstützen. Und dann gibt es eine andere Hälfte der politischen Mitte, die sagen, okay, die sind anpassungsfähig,
und nicht nur nostalgisch, was früher war, sondern anpassungsfähig. Ich glaube, die sind die, die anzusprechen sind. Die anzusprechen sind für eine Politik gegen Armut und für Demokratie. Und die muss man sich vorstellen, wer die sind. Und die sind sozusagen, die müssten erreicht werden. Genau. Weil das, was wir natürlich wissen, dass autokratische Akteure, da können wir nach Kroatien schauen, da können wir nach Ungarn oder jetzt in die Slowakei auch schauen, dass dort sehr stark nationalistische und nationalkonservative Antworten gegeben werden, die aber keine Antworten sind. Die lösen gar nichts, ja? Aber sie tun anscheinend dem Gemüt gut. Genau. An der Stelle, wenn es irgendwie darum geht, sich die Mitte auszuloten und die versuchen zu gewinnen für die Politik, die wichtig ist, und auch, dass wir die Minister und Ministerinnen haben, die dann diese Politik umsetzen, glaube, muss man ganz also stark hinschauen, dass wir feststellen, zum einen, dass junge Frauen, also gerade in Österreich, die 18- bis 25-Jährigen, eine wachsende Affinität zum rechtsextremen Lager haben. Das ist neu, ist eine neue Entwicklung. Ja. Es sind die jungen Frauen. Und da muss man sich vorstellen, warum ist das so? Was ist da so? Gell? Aber das muss man wissen. Also das ist eine Gruppe. Genau, und das Zweite, das, was mich selber, ich habe lange Zeit an der Uni gearbeitet mit vielen Menschen und so, jungen Menschen, was sozusagen die jungen Menschen sind europaweit mittlerweile die stärkste Gruppe bei den rechtsextremen Parteien in allen europäischen. Ja? Bei der AfD, Front National heißt jetzt anders und so weiter. Wenn man sich die rechtsextremen Parteien, dann sozusagen die stärkste Wählerinnengruppe sind junge Menschen. Wir verstehen das eigentlich schwer, oder? Aber wir müssen wissen, sozusagen, was sich da tut und warum sich das abspielt. Und das ist sozusagen mein Punkt, dass eigentlich da die Mitte bröselt, die politische Mitte, weil viele junge Menschen haben ja eine gute Ausbildung. Ist ja nicht so, ja? 50% eines Jahrgangs macht Matura. Also, ich habe jetzt von der Mitte gesprochen und möchte jetzt gern strukturell politisch uns die sozioökonomische untere Drittel ist kein schöner Begriff, ich weiß es, habe ihn von der Statistik Austria übernommen, ist keine Entschuldigung, aber genau. Die Einteilung sozusagen der Gesellschaft in sozioökonomisch nach Einkommen und Vermögen. Und was da interessant ist, sozusagen wenn es um Demokratie geht, dass wir sozusagen zwei Momente haben, die sehr stark schlagend werden. Zum einen ist sozusagen, was das untere Drittel betrifft, das Wahlrecht und zum zweiten die Wahlbeteiligung. Das sind zwei unterschiedliche Phänomene, hängen natürlich zusammen, aber beides. Und was wir hier sehen, dass, dass nach dem Demokratiemonitor, ich glaube, es war die SORA-Studie von 2020, egal. Aber haben in Österreich bei der Nationalratswahl sind 42% des sogenannten unteren Drittels nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, wir haben, was Wahlbeteiligung von Menschen, die ein Wahlrecht haben, eine sehr starke Schicht- und klassenspezifische Schlagseite. 42%, ja? Das ist total viel. Und wenn ich den zweiten Punkt mir heranhole, und das ist jetzt eine Zahl für Wien, für Bundesland Stadt Wien, dann ist sozusagen das Reinigungspersonal und die Personen, die am Bau arbeiten, die haben zu 80% kein Wahlrecht, weil sie woanders herkommen. Ja? Aber noch einmal, also wir haben hier sozusagen ein ganz starkes Partizipationsdefizit, aber auch in der Folge ein starkes Repräsentationsdefizit, und eine Legitimation. Das heißt, viele Menschen in einer bestimmten sozioökonomischen Situation dürfen nicht wählen, gehen nicht wählen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das heißt aber auch, und das würde ich gerne also mit einem Satz noch das sogenannte Rationalitätsdefizit hier erwähnen. Was bedeutet das? Ja? Eine niedrige Wahlbeteiligung ist im Prinzip für politische Maßnahmen, sage ich provokant, kein Problem. Solange die niedrige Wahlbeteiligung über alle sozioökonomischen Gruppen hinweg gleich verteilt ist. Das ist sie aber nicht. Das ist sie weder in den USA noch bei uns. So, sehr ungleich verteilt. Und das Problem ist, dass dann, wenn ich jetzt an die politischen Parteien denke, dass politische Parteien die Logik, die Rationalität von politischen Parteien für bestimmte Gruppen etwas zu tun, die A, kein Wahlrecht haben, B, nicht zur Wahl gehen, ist gering.
Das heißt, es gibt ein politisches, elektorales Rationalitätsdefizit. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ja? Heißt aber dann im nächsten Schritt auch, dass damit sozusagen durch diese Schieflagen, da gibt es auch eine Schieflage, habe ich gestern beim Herfahren gelesen, zwischen Wien und Niederösterreich. Wenn man sich vorstellt, in Wien steigt jetzt bei der EP-Wahl die Wahlbeteiligten, obwohl die Bevölkerung steigt, über 2 Millionen, die Wahlbeteiligten sinken und in Niederösterreich sinkt die Bevölkerung und es steigt sozusagen die Wahlberechtigten. Das muss man sich vorstellen, was da sozusagen, welche Mechanismen da im Zuge sind. Nämlich auch mit Repräsentationsdefiziten und Legitimationsdefiziten. Dieses Rationalitätsdefizit und sagen, was wir so stark sozusagen kennen, dass das auch zu einem substanziellen Repräsentationsdefizit, dass Menschen, dass sozusagen für diese Gruppen von Menschen natürlich die Maßnahmen fehlen, um ein gleiches, gerechtes Leben etc. zu haben. Sie haben jetzt alle über Favoriten gehört, ja? Ich wohne dort. Nicht so schlimm, sie dürfen sich hintrauen. Aber dass Favoriten sozusagen so im Zentrum steht der Auseinandersetzung, hat natürlich auch damit zu tun, dass es dort, also es gilt als Problembezirk wegen Drogen, es gibt dann Brennpunktschule, es werden teilweise die neuen Containerschulen dort aufgestellt, ist ja auch nicht, passiert ja auch nicht zufällig, aber das heißt, es ist dann nicht die Frage, dass es die sozioökonomischen Unterschiede, die Deprivation ist, oder dass es sich nicht wirklich lohnt, für diese Bezirke einzusetzen, sondern man sagt, es sind die kulturellen Differenzen. Und hier sehen wir sozusagen, wie sozioökonomische Ungleichheit in eine kulturelle Differenz umgedeutet, weitergedeutet wird und damit sozusagen auch bestimmte Erzählungen geschaffen werden. Genau. Was hier schon auch noch relevant ist, wenn es um dieses untere Drittel geht, dass da sozusagen noch eine Cleavage hineinkommt, noch eine Konfliktlinie hineinkommt, nämlich die alte Konfliktlinie zwischen Stadt und Land. Ja? Zwischen Stadt und Land, dass das so, also zum einen sozusagen die sozialen Unterschiede natürlich in der Stadt größer sind. Es gibt also kürzlich den Aspekt sozusagen der Verstädterung von Armut, gell? Was letzthin sozusagen gerade auch sozusagen auf die Tagesordnung gekommen ist. Das heißt, in den Städten leben viel mehr Menschen ohne Wahlrecht. Das heißt, es gibt ein Repräsentations- und ein Legitimationsdefizit und gleichzeitig gibt sozusagen in den Städten leben auch viel mehr Menschen, die sozial ungleich sind. Also viel Armut ist sozusagen auch in erster Linie ein städtisches Phänomen und weniger ein ländliches Phänomen. Und wenn ich mir jetzt die Politik anschaue, dann tut sozusagen zumindest in Österreich die Politik derzeit fast alles, um den ländlichen Raum besonders zu unterstützen und ich würde sagen, die Städte ein Stück weit auszuhungern. Ja? Also hier sehen wir sehr stark eine politische Auseinandersetzung, politische Verteilungsfrage. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt The City of Equals, Stadt der Gleichen und dort spricht man, dass Menschen sozusagen einen Spirit von Gleichheit haben, von Gerechtigkeit haben, dann geht man in die Stadt, aber weil man diesen Spirit hat von Gleichheit und Gerechtigkeit, ist sozusagen viel mehr Diversität, viel mehr Migration, viel mehr Armut. Sozusagen diese Gleichzeitigkeit noch einmal, die auch stattfindet und wo wir ganz schöne Befunde für eine Reihe von Städten gefunden haben. Genau. Das, was Sie alle wissen, es gibt also die Mitte rückt nach rechts. Die Mitte ist ein geografischer Punkt, aber wenn wir es inhaltlich die politische Mitte füllen wollen, dann müssen wir sehen, dass wir sozusagen die Punkte, oder die Themen, die Issues, die hier relevant sind, zunehmend sozusagen dorthin rücken, was wir in der Vergangenheit als rechts betrachtet haben. Also die Mitte rückt weiter nach rechts. Also so gesehen ist die politische Mitte auch nicht nur etwas, was zu verteidigen ist und so weiter. Gell? Ja. So, letzter Punkt, einige wenige Gedanken noch zum Thema Erneuerung oder Meta-Ansätze. Mein erster Punkt sozusagen noch einmal bei der Erneuerung zu überlegen oder Maßnahmen zu überlegen, zu formulieren, die sozusagen diese Balance, diese Sehnsucht, die Emotion nach Veränderung und Persistenz mit berücksichtigen
und zu wissen, dass Veränderung und Persistenz sowohl ideologisch begründet als auch interessensgeleitet ist. Also ich mag das Volk, den Begriff des Volkes sowieso nicht gern, weil Volk, aber die Verfassung, ja irgendwie so tut, als ob wir alle das Gleiche haben wollten. Oder wenn wir von wir sprechen, ja, dann ist so der Impetus drinnen, wir wollen alle das Gleiche. Nein, so ist es nicht. Also es gibt viele Wirs, oder wenn es ein Wir ist, dann ist es sozusagen ein stark differenziertes Wir. Und das müssten wir auch sozusagen bei der Formulierung von Maßnahmen wissen, weil ja die Maßnahmen doch irgendwie mehrheitsfähig sein sollen. Zweiter Punkt, da wiederhole ich mich, also gegen Armut und für Demokratie, dieses Beide. Und ich denke, das ist sozusagen zum einen der Punkt, an morgen zu denken. Und dieses Morgen ist nicht nur morgen, sondern kann auch in 6 Jahren sein. Und das Zweite, ich denke, dass dieses Morgen, ich bin da zutiefst davon überzeugt, dass es Anliegen, also um dieses gegen Armut, das Anliegen zu transportieren, dann braucht es sehr stark, dass das in der politischen und in der sozialen Mitte verfängt. Also die Erzählung von gegen Armut ist nicht etwas, was sich sozusagen an sozial Schwache richtet, sondern der Nutzen, die soziale Mitte, die gut verdienen, die müssen sozusagen von der Armutspolitik einen Nutzen haben. Der kann immateriell sein, dass ich in einer sicheren Umgebung lebe. Der muss aber auch materiell sein. Also es ist total wichtig, dass Gesundheitsversorgung für alle und nicht nur für die Schwächsten, dass Bildungseinrichtungen, Universitäten für alle und nicht nur, die sie nur die öffentlichen Schulen etc. leisten können. Es muss sozusagen auch für die politische Mitte und sogar vielleicht für die oben, aber ganz besonders für die soziale Mitte interessant sein, ihre Kinder in die öffentlichen Schulen und nicht in die Europaschule zu schicken. Ja? Und keine Zusatzversicherung zu haben, sondern darauf zu vertrauen, dass das Gesundheitssystem so wichtig ist. Dort müssen wir ansetzen und dort müssen wir die Leute, und die Leute müssen davon profitieren. Dann würde ich sagen, ist das sozusagen eine gute Möglichkeit, Armutsbekämpfung zu betreiben. Aber nichts nur für die sozial Schwächsten, da ist der Zug abgefahren. Ja? Weil die sind in der Emotionalisierung und Polarisierung immer, also der Emotionalisierung und der Polarisierung ausgesetzt. Zum Schluss würde ich sagen, auf den Schultern der Zivilgesellschaft, die Armutskonferenz ist eine zivilgesellschaftliche Vereinigung von vielen Einrichtungen und Personen. Ich würde sagen, auf den Schultern der Zivilgesellschaft ruht ziemlich viel. Es ruht jedenfalls, zumindest kurzfristig, mittelfristig geht es vielleicht um ein anderes Wahlrecht etc., aber kurzfristig ist sozusagen das Partizipationsdefizit und somit auch das politische Rationalitätsdefizit auszugleichen. Das heißt, es liegt an der Zivilgesellschaft, auf politische Parteien insofern einzuwirken, dass die politischen Parteien auch wissen, es macht einen Sinn, sich um die und die und die Gruppen zu kümmern, weil es eine Zivilgesellschaft gibt, die aufsteht. Ja? Ich habe total viel Verständnis und ich glaube, es ist so wichtig, Partizipation und Selbstbestimmung. Aber in der jetzigen Situation braucht es auch eine Stellvertretung. Es braucht auch Stellvertreterinnenpolitik, nämlich die Zivilgesellschaft für jene, deren Stimme nicht gehört wird. Ja? Weil es darum geht, den Druck auf die politischen Parteien auszuüben. Das ist sozusagen das Rationalitätsdefizit sozusagen weniger wirksam zu machen. Vorletzter Punkt, denke, es ist wiederum wichtig, stärker über den Nationalstaat hinauszudenken. Es ist wirklich wieder wichtig, auf der Europäischen Unionsebene, sozusagen Europas Sozialunion, also da auch aktiv zu sein und sich nicht nur auf das Hier und Heute. Menasse nennt das nachnationale Politik. Ich finde einen schönen Begriff. Nicht postnational oder postdemokratisch, sondern nachnationale Politik. Total wichtig. Stadt-Land habe ich sozusagen erwähnt. Diese Kluft ist mit zu berücksichtigen. Den Menschen auf dem Land geht es anders, anders gut, anders schlecht, als den Menschen in der Stadt. Und die Kluft, sozusagen die Differenz, wird immer größer. So, das sind wahrscheinlich so, aus dem, was ich gesagt habe, schlussfolgere ich, dass es Maßnahmen bräuchte, um ganz viele Menschen
in Bildung und Ausbildung zu bringen. Da gehört für mich auch die ganz klitzekleine Maßnahme dazu, die Familienbeihilfe für Asylwerberfamilien zu verlangen, weil es ja sozusagen diesen Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und Bildungserfolg gibt. Das Zweite, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass viele Menschen in bezahlte Arbeit gebracht werden, sozusagen im Sinne von Demokratie stabilisieren. Wiederum das Beispiel von Asylwerberinnen und Grundversorgung, dort Möglichkeiten der Übergänge zu schaffen von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt. Es gibt dieses schöne Modell der Asylkoordination und von einigen anderen der Ansparmodelle. Das ist eine schöne Maßnahme, um sozusagen einen Übergang zu schaffen und nicht hopp oder drop, Grundversorgung ja oder nein und dann was. Und das dritte Punkt, bedingungslose Grundeinkommen. Ich weiß, dass das bei der Arbeitskonferenz ein großes Thema ist. Ist nicht etwas, was ich sozusagen sehe, dass das realisierbar ist, weil ich auch nicht sehe, wie man dafür werben, politisieren kann. Aber was, glaube ich, total wichtig wäre, ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder. Da sozusagen, also für alle Kinder. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und zum Zweiten, was da schon auch ein bisschen, und das ist gestern bei der Vorkonferenz auch angedeutet worden, dass es wichtig ist, dass die bezahlte Arbeit, die bezahlte Care-Arbeit mindestens so viel wert ist, sozusagen wie andere Arbeiten. Und hier sehen wir eine große Ungleichheit in der Bezahlung. Also wenn ich sage, sozusagen bezahlte Arbeit bringen, aber die Ungleichheit beseitigen und über diese beiden Wege, Kinder und Care-Arbeit, sozusagen so ganz wichtige Ideen vom Grundeinkommen mitnehmen und die vielleicht dann runterbröseln, ja, auf kleinere Maßnahmen. Damit bin ich am Ende. Also ich wünsche uns allen sehr, die kommenden zwei Tage und überhaupt die nächsten Monate, dass sozusagen, dass ein dass Maßnahmen eines Regierungsprogramms entwickelt werden. Und ich wünsche uns ganz sehr, das heißt aber, wir müssen ganz viel tun, Zivilgesellschaft, dass diese Maßnahmen dann im Herbst auch in der Situation sein werden, dass sie Parteien finden, die sie aufnehmen. Dafür ist sozusagen, auch dafür ist jetzt viel zu tun, damit wir sozusagen in die Umsetzung, dass wir eine Chance haben, in die Umsetzung zu kommen. Vielen herzlichen Dank.